Hallo Leute, ja, ich bin in der Geheimmeier 6, also ja, ich konnte jetzt durch diesen Tür und ich habe einfach weitergemacht, weil ja, ihr seht jetzt gerade, das ist das gleiche wie bei den Zombie da mit den Gitter. Okay, es geht einfach mal weiter. Ich wollte es eigentlich nicht zeigen, weil das nicht so interessant ist, weil das das gleiche ist wie mit den Zombies, aber egal, ich zeige euch das einfach mal. Nichts Spektakuläres, einfach verprügeln, nichts Besonderes. Ja. Und Waffe, Hammer, nichts Besonderes, wie ich das ja gesagt habe. Aber egal, ich zeige es einfach mal. So, geschafft. Und ja, 2000, 3000, ja, geht ja. Und Silber. Und du kannst jetzt südlich von Geheimmeier 1 gehen. Okay. Man kann jetzt darauf sitzen. Ja. Ja, der Hammer nervt etwas. Hier. Waffen. Schwert. Okay. Aber muss ich nicht die Treppen runter? Das frage ich mich die ganze Zeit. Egal. Geheimmeier haben wir jetzt auch hier geschafft. Hier ist die Nummer 5, wo wir nicht konnten. Wieso komme ich jetzt da rein? Egal. Ich gehe einfach mal nach oben. Warte, Geheimmeier. Ach so, ja, stimmt. Geheimmeier 1. Leco mio. Geheimmeier 1 war hier, oder? Ja, das war hier. Jetzt können wir südlich darunter. Besiege alle Gegner. Okay. Okay, das ist eine leichte Aufgabe. Ich zerstöre erstmal das hier, dass nicht mehr von denen kommen. So. So. So, so. Geschafft. Okay, das haben wir jetzt auch. Und habe ich etwas bekommen? Okay, glaube ich habe Gold. Ja, ich habe Gold. Aber ich kriege ne. Okay. Ja. Karte. Ich kann jetzt zu 15, okay. Was passiert, wenn man alles hier macht? Keine Ahnung. Das werde ich mal ausprobieren. Ja. Hier war 5. Super. Jetzt gehen wir mal runter. Hier war dieser komische Teil. Wo war 15? War vielleicht 15 da unten? Hier war 13. Hier war 14, okay. Ach so, 15 war. Warte, 15, wo war das jetzt? Ach so. Ah, ich konnte davor nicht runter. Oder wie jetzt? Ach du Scheiße. Ein Trio von denen. Okay. Oh, da gleich kommt ein Boss. Komm her, du fetter König, komm her. Du Fettsack ohne Penis oder ohne Vagina. So, so. Nicht die Säule kaputt machen. Mal analysieren, vielleicht kommt da irgendwas. Was sagst du dazu? Okay. Bestimmt haben die Fettsäcke die alle aufgegessen. Ja. Halt die Fresse.
Du kannst sowieso nicht laufen, hör auf damit dann. Okay. Ich brauche Schatten, wie das aussieht. Und, was brauche ich dafür? Okay, das werde ich mal ganz schnell machen. Okay, ich hab's gemacht. Und es geht einfach mal weiter. Oder wartet. Davor speichern. Nicht, dass ich das irgendwie jetzt irgendwie reinkacke oder so. Okay, jetzt öffnen wir das Tor. Und sehen uns mal, was da drin ist. Und was ist da? Das große Speer. Kolafo! Der große Speer wurde entfernt, aber das Siegel hält noch. Wir müssen ihn jetzt zerstören. Roxas, tu es! Okay. Nicht so freudig, hahaha. Wehrmann. Und hat der Heath getötet? Du Spasti. Nein. Ich bring dich um. Das ist Heaths. Nein, er kann doch nicht. Hahaha. Zu schade, dass ihr ihn nicht beim Sterben zu sehen konntet. Ihr werdet ihn aber wiedersehen. In der Hölle. Reichspremierminister Wehrmann. Du elender Huan. Ich bring dich um. Okay. Ich will ihn analysieren, verdammte Scheiße. Wie kann man ihn... Ey, ich will ihn analysieren, verdammte Scheiße. Oder kann man das noch nicht? Okay, da werde ich ihn verprügeln. Das ist die einzige Möglichkeit bei ihm dann. Was willst du, du? Drecksbastard, ich bring dich um. Wie zum Teufel soll man ihn analysieren? Endlich! Okay, das werde ich alles bei ihm rausnehmen. Komm. Du Drecksbastard, dich habe ich jetzt getötet. Nein, ich werde dich jetzt nicht töten. Okay, geschafft. Ach, das kann nicht sein. Wie kann ein einfacher Mensch? Okay, zum Glück haben wir ihn noch analysiert. Jetzt kommt Kalafo. Kalafo, warum tust du das? Als du diese Welt erschaffen hast, warst du voll Hoffnung und Idealen. Also, warum tust du das? Die Menschen haben mich hintergangen. Ich hätte sie nicht mit in die Schöpfung übernehmen sollen. Ich muss diesen Fehler korrigieren. Korrigieren wie? Ich werde mit dem Buch der Prophezeiung eine neue Welt erschaffen. Eine Welt ohne diese hinterhältigen Kreaturen, die sich Menschen nennen. Hast du deshalb diese Welt in Chaos gestürzt? Genau. In einer Welt in Chaos würde das Buch erscheinen. Wie damals. Durch die Jahrhunderte stahl ich die Körper der Menschen und brachte Chaos und Verwüstung. Kalafo, ich habe genug gehört. Diese Welt ist nicht verdorben. Du bist es. Und du wurdest auch nicht vom Buch der Prophezeiung auserwählt, sondern Roxas. Du widersetzt dich mir immer noch, dann werde ich dich zerquetschen und dir beweisen, wer die wahre Macht des Buchs besitzt. Warte. Okay, es geht weiter. Roxas, Kalafos Seele ist immer noch in Prinz Valdo. Du musst sie zerstören. Kalafo, hier trennen sich unsere Wege. Wir werden eine neue Welt erschaffen an der Seite von Roxas. Dann lass es uns tun, Roxas. Okay. Dummer Mensch, dies ist die Strafe für deinen Verrat. Prinz der Dunkelheit, Valdo. Okay, ich muss jetzt gegen ihn kämpfen. Aber ich will ihn erst analysieren. Okay, das haben wir schnell erledigt. Er hat auch sowas. Was heißt das wohl? Ich gebe mir mal ein bisschen Fisch. Und das kommt zu mir. Das kommt hierher. Das kommt...
Nein, du willst mich ja verarschen, oder? So. So, danke. Und der Stein kommt zu mir. Komm her. So. So, 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 so. 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 Okay. Okay, stirb doch verdammte Scheiße nochmal. So. Okay, geschafft. Und was passiert jetzt? Gucken so böse. Geht. Oh nein, jetzt geht das in den Riesen. Boah, wie viele Kämpfe muss ich noch machen? Ich habe langsam keinen Bock mehr. Warte, war das so ein Riese? Ah, das. Warte, das Speer. Oh nein, der wacht. Oh, oh nein, der guckt böse. Du heilige Scheiße. Kroxas, du wurdest auserwählt, genau wie ich. Du hast die Bosheit der Menschen erlebt, in dir hat sich Zorn gegen sie erregt. Eines Tages werden sie dich hintergehen, genauso wie sie es mit mir getan haben. Törichter Mensch. Dies ist dein letzter Kampf, Roxas. Viel Glück, wir glauben an dich. Keine Angst, du wirst gewinnen. Schließen wir das Kapitel des großen dieser großen Legende ab. Dämonenfürst Kulafo. Warte, ist das der finale Kampf oder was los? Das war ein schneller Sieg. Fortsetzen. Aber erst im nächsten Kampf. Nächsten Part meine ich. Entschuldigung, tschüss.